Und dann habe ich gedacht, mit meinem Cousin, jetzt werden wir alle Ortseingangsschilder in Siegen mit Hakenkreuzen besprühen. Das haben wir einen Tag vorher gemacht, damit die Leute wissen, wir in Siegen sind Nationalsozialisten, die wir gar nicht haben wollen. Das waren so meine Eindrücke an diesem großen Tag hier in Siegen. Der Kontraproduktiv. Ja. Okay, und los. Hallo Chemnitz, Digga, wir haben richtig Bock, Alter. Wir sehen uns gleich alle auf der Straße. Solidarität statt Rassismus, diese Mehl. Zack. Jetzt habt ihr das gehört. Okay, und los. Hallo Chemnitz, Digga, wir haben richtig Bock, Alter. Herz statt Hetze. Doch die Götterfunken wollen nicht recht sprühen. Der Vorsatz, wir sind mehr, geht nicht auf. Es hilft nichts. Die rechte Seite hat mehr Teilnehmer mobilisiert. Immerhin am Rand des Geschehens wird schon die Bühne für Campino und Co. aufgebaut. Und wie finden Sie, dass es ein Konzert geben wird? Anders kriegt man die Leute, die linke Fraktion oder sonst was, oder die Antifa nicht auf die Straße. Deswegen versucht man mit Koks, mit Marihuana, mit Hasch, mit Party und Musik, die Leute, die Zecken auf die Straße zu bringen, gegen das gemeine Volk. Primitivs allerletzte, das hier ein Konzert, und das ist so, und das ist so einer wie Campino, dafür sogar mal hergeben. Ein Multimillionär. Am Ende des Tages wird es 18 Verletzte geben. Schlimmer aber als die Gewalt ist der Hass.